Ein herzliches Grüß Gott hier aus Gerlos. Die Tiroler Wanderfamilie ist unterwegs beim TT Wandercup und wir sind für euch mit dabei. Und ja, das Familienfest, das geht in wenigen Minuten los, aber wir waren schon fleißig unterwegs und die Impressionen von unserer heutigen Wanderung, die haben wir für euch auch eingefangen und die sehen wir jetzt. Wir sind ja unterwegs heute in der Zillertal Arena und da habe ich mir jetzt auch den Prokuristen der Bergbahn geschnappt, Hubert Stöckel. Hubert, danke schön, dass wir heute da sein dürfen. Ja, danke, dass ihr bei uns seid. Ja, die Zillertal Arena ist ja ein großes Gebiet und da schließen sich vier Gemeinden sozusagen zusammen. Ja, die Zillertal Arena reicht von Zell am Ziller bis auf die Gerlosplatten hinten im Winter 155 Pistenkilometer. Im Sommer haben wir alle extra unsere Wandergebiete und das war's eigentlich. Mit dem TT Wandercup heute unterwegs in Gerlos in der Zillertal Arena. Ganz zur Freude auch natürlich vom Tourismusverband und der Obmann-Stellvertreter Michael Staudacher. Ich glaube, das war heute schon ein besonderer Tag. Also vorweg einmal ein herzliches Grüß Gott bei uns hier in Gerlos. Das Wetter spielt natürlich mit, der goldene Herbst zeigt sich von der besten Seite und wir sind hier oben am Mistkogel auf 1900 Meter und was heute die Wanderer und Wanderinnen erleben haben dürfen, war wirklich einmalig. Jetzt gibt es natürlich viele schöne Platzeln, gerade hier in der Zillertal Arena. Gibt es ein besonderes Lieblingsplatzl von dir, wo vielleicht ein Tipp ist für unsere Zuseher, mal da hinzugehen? Also es gibt natürlich sehr viele schöne Plätze. Also Gerlos, ein tolles, also was mir persönlich am besten gefällt, ist die Wechselspitze. Muss allerdings dazu sagen, das ist ein Berg, der ist mehr den Einheimischen vorbehalten. Und da oben auf 2637 Meter ist ein wunderschönes, eindrucksvolles Gipfelkreuz. Aber Vorsicht, da muss sich jeder genau gut informieren, weil keine offizielle Wanderroute hochgeht. Aber wenn man da wandern will, wo wirklich offizielle Wanderwege gehen, dann glaube ich, waren wir heute genau beim richtigen, beim TT Wandercup, wo wir über das Kreuzjoch, über die wilde Grimmel hinuntergewandert, durchs Teufeltal sind, sind wirklich eindrucksvolle Bilder, wenn man da runtergeht. Und da zeigt sich die Natur von der besten Seite. Und dann sagen wir danke, dass wir heute Tirol von der schönsten Seite sehen haben dürfen und wünschen weiterhin alles Gute hier bei euch. Auch von meiner Seite war wirklich toll, dass ihr da wart beim TT Wandercup. Wir haben jetzt Musik dabei hier oben im Arena Center. Köstlichkeiten sind für die Wanderer hierher gerichtet worden, habe ich gesehen. Und eins kann ich garantieren, in 2 Jahren ist der nächste TT Wandercup auch wieder hier in Gerlos. Und da würde mich freuen, wenn ich vielen von euch zu Hause auch wieder bei uns hier in Gerlos begrüßen dürfte. In diesem Sinne, schönen Tag, Dankeschön. Thank you.
Das war er, der heutige DT Wandercup und leider auch schon der letzte in der Saison 2023. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie konnten auch bei vielen Wanderrouten mit dabei sein. Wir sehen uns dann spätestens beim Bergzauber der Musik. Und jetzt wünschen wir noch eine schöne Zeit hier mit Tirol TV. Ich darf mich nun verabschieden und wünsche weiterhin gute Unterhaltung.